Dreckswetter. Ah, fuck. Hui, moinsen. Samstag, 16. März. Lange nicht mehr im Laden gefilmt. Na, ist auch nicht viel zu sehen. Aber jetzt gibt's was zu sehen. Ich habe Eisautomaten gefüllt. Also Ina hatte 6 Sorten geschafft. Wir haben jetzt wieder drin Diva, Vanille, Schoko, Cookies, Stracciatella und salziges Karamell. Und die anderen Sorten, die folgen demnächst. Aber kann losgehen. Automat ist voll, Wechselgeld habe ich aufgefüllt. Also wer Bock hat auf dem Eis, doch. Bis gleich. Guten Appetit, Herr Lehmann. Hui, moinsen, Sonntag, 17. März. Wir müssen dringend den Tag genießen heute. Ab morgen ist die Wettervorhersage so bescheiden. Viel Regen, bewölkt, schattig. Uah, gar keinen Bock drauf. So, jetzt nochmal schnell einen Ballen Heu in den Stall fahren. Und dann füttern wir auf der Weide. Und dann gucken wir, was wir heute machen. Auf jeden Fall schreit das noch nach einem Spaziergang heute. Ist ja Sonntag, ne? So, nochmal kurz auf den Kommentar hin. Irgendjemand schrieb, die Hackschnitzel wären scheiße. Weil wegen Kronholz und so, ja sicher. Aber dafür kostet das Holz nichts, ne? Also, das wäre ja Schwachsinn, das zum Osterfeuer zu fahren und in den Garten zu streuen. Kurzes Zwischenfazit zu den neuen Hackschnitzeln, die wir jetzt erheizen. Ich habe da gerade in den Bunker reingeguckt, da brauche ich noch lange nichts nachfüllen. Ich weiß, ich müsste in dem Vlog nachgucken, wann ich es befüllt habe. Es ist schon ein paar Tage her, das hält auch noch ein paar Tage weiter. Und im Vergleich zu vorher, also normalerweise wäre der Aschebehälter jetzt fast voll, da ist jetzt fast nichts drin. Also das passt schon, das ist schon völlig in Ordnung, da kann ich jetzt nicht meckern. Wir haben die letzten Tage natürlich auch ein bisschen wärmer gehabt, also jetzt wird es wieder ein bisschen kälter nächste Woche. Da sehen wir dann, wie es tatsächlich ist, ne? Aber erstmal ist das alles doch piekfein, kann man nicht meckern. Will ich mich nicht beschweren. So, jetzt könnte ich natürlich den Block hier in der Werkstatt füllen, das mache ich aber nicht. Wir machen jetzt Sonntag. Bis morgen, denke ich mal. Vielleicht, eventuell spazieren wir an der Baustelle vorbei vom Regenrückhaltebecken. Sollten wir das heute schaffen, das haben wir seit 3 Wochen vor, wenn wir nicht zugekommen, dann mache ich die Kamera nochmal an. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Bis später oder morgen. Denn, ja, geschafft. Dann wollen wir mal gucken. Schöne Baustraße hier, Holzbohlen. Pick fein. Junge, 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 das wird aber ganz schön groß hier, wa? Teufel. Ja. Junge, 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 Junge. Das sind ein paar Quadratmeter hier. Das werden Sie. Da bin ich ja mal gespannt. Ich weiß auch nicht, wie tief das werden soll, aber das werden wir ja dann demnächst irgendwann auch sehen. Guck mal hier. Ach so. Die olle Pumpe, die rödelt da trocken, so wie sich das anhört. Ja, und hier ist der ganze Boden zwischengelagert. Hier wäre eigentlich unser Osterfeuer, das ist unser Osterfeuerplatz. Aber das wird dieses Jahr verlagert. Ja.
Das sind ein paar Kubikmeter. Tada, danke. Bitte schön. Montag, 18. März. Büro. Jetzt nimmt er auf. So, ich bin beim Packen fast fertig. Zwei Pakete noch. Und dann werden wir irgendwann in Kürze nochmal, glaube ich, mit der Drohne rauslaufen. Denn Vater hat angefangen, hier in der Rale zu fliegen. Da wollen wir eigentlich jetzt diese Tage tatsächlich die 2 Hektar ein bisschen frühere Speisekartoffeln reindrücken. Und danach soll der Rest dann separiert werden. Die 2 Hektar, da suchen wir die Steine dann eben ab. Aber auf der restlichen Fläche, da kommen unter anderem oder hauptsächlich ja die Pommeskartoffeln hin, die direkt vom Feld wegkommen. Und deshalb sollen die Steine da vorher raus. Mal gucken, wann er dazu kommt. Mal gucken, was das Wetter macht. Jetzt die nächsten 2 Tage wird es wieder ein bisschen wärmer. Telefon später. Grüezi. Also, das mit der Drohne verschiebt sich. Es könnte theoretisch sein, dass wir morgen früh ein paar Kartoffeln pflanzen. Und daher will ich auf jeden Fall jetzt schon mal den Mischdünger holen. Damit, wenn das tatsächlich losgehen kann, wir den Dünger da haben. Ich habe den eben vorbestellt, ich habe den eben angerufen. Habe denen meine gewünschte Mischung gesagt. So, wir ziehen ja eben die Wagen hier gerade beide raus. Hängen wir den hinteren ab. Damit wir dann den vollen Düngerwagen hier unter das Dach fahren können. Was ich jetzt. Scheiße. Komme ich da jetzt rum oder nicht? Was meint ihr? Muss gehen. Geht auch. Was ich mir eben. Fenster zu, damit ihr mich auch hört. Was ich mir eben ausgedacht habe. Für dieses Jahr, für die Speisekartoffeln wären, also es ist etwas mehr als letztes Jahr, weil da nichts mehr im Boden drin ist, nach dem ganzen Regen. In der Gülle ist auch nicht zu viel drin, da habe ich die Analyse ja. Und aus dem Grunde werden wir streuen, Unterfuß geben, 3,5 Doppelzentner Patentkali. 2,5 Kalkamonsalpeter und 1 Doppelzentner Diamonphosphat. So, da sollten wir eigentlich erstmal ganz gut fahren und dann gibt es zum Reinschluss noch mal ein bisschen bedarfsmäßig noch nach und dann sollte das passen. So, jetzt stellen wir den hin, da unter. Sind wir auf 1 Hektar gesehen jetzt an Mischdünger. Deshalb wird das jetzt dieses Jahr auch ein bisschen was länger dauern. 1 Doppelzentner mehr. Letztes Jahr hatten wir in der Mischung insgesamt die Mischung 6 Doppelzentner auf 1 Hektar in der Maschine. Theoretisch sollte das jetzt morgen früh gleich losgehen. Habe ich mich schon so ein kleines bisschen geärgert, weil ich um 9 einen Termin zur Physio habe, den ich auch nicht absagen kann. Das geht nicht, da muss ich hin. Aber weiter. Aber die neue Pflanzmaschine ist noch nicht da. So ein Ärger. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass ich unbedingt mit der neuen Maschine das gepflanzt haben will, damit ich hier geilen Content habe. Sondern scheiße. Mir geht es darum, dass ich gerne Granulat mit drin hätte bei Speisekartoffeln. Und das kann die alte Maschine nicht. Das kann die neue Maschine. Deshalb haben sie eine neue Maschine gekauft. Unter anderem deshalb. Und die ist noch nicht da. So. Die melden sich jetzt nochmal. Und wenn sie die nicht kriegen, dann wird morgen nichts mit pflanzen. Das läuft auch noch nicht weg. Aber dann warte ich lieber. Dann warte ich lieber, weil das will ich gerne mal
in den Speisekartoffeln haben. So, Bremse ran. Was das damit auf sich hat, wie das funktioniert und wofür das ist, erzähle ich euch, wenn es soweit ist. So, wir müssen auch ein bisschen die Spannung erhalten, ne? Aber wer es weiß, darf gerne kommentieren. Ich bin gespannt. So. Den Stecken haben wir auch drin. Bleibt der jetzt offen oder nicht? Wird er wohl. Das sollte auf jeden Fall noch eben klappen bis Vormittag, hoffe ich. Ach, scheiße, Zeit ist noch ein bisschen knapp jetzt, ne? Ja, muss. Wer weiß, was heute Nachmittag wieder alles ist. So, da, ach, die zeige ich euch, kann man jetzt nicht mehr sehen, zeige ich euch dann auch nochmal. Die hatten hinten, ziemlich am Ende von unserem Schlag, hatten die Stromleitung durchgezogen. Und da haben die mindestens zwei Findlinge gefunden. Deshalb heißen sie Findlinge, weil man sie findet, oder? Und die haben die da wieder reingeschubst, ehrlich. Und die hat Vater nebenbei Flügen gefunden. Schön die Scherbolzen abgerissen. Dann war er da eben noch hier mit dem 718 hin, mit der Forke. Noch einen Zinken abgerissen, weil so groß, das konnte man gar nicht sehen, dass sie so riesig sind. Auf jeden Fall sind sie jetzt raus. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen ungeil. Wenn man sowas findet, dann buddelt man sowas doch nicht wieder ein. Was ist das für ein Schwachsinn, ehrlich? Da schuldet mir jetzt noch jemanden Zinken und ein paar Bolzen. So, ich lasse die Kamera noch kurz laufen, weil wir gleich an den Geflüchten vorbeikommen. Da haben wir das zwar nicht mit der Drohne gesehen, aber wenigstens so im Bild. Und dann geht's nach Schesel, Heidesand. Dünger holen. Also die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Vielleicht kriegen wir das in den aktuellen Block ja noch rein. So, da steht der Flug gerade. Hier ist geflügt. Hier sollen die ersten Kartoffeln hin und Vater zieht da das Vorgewende mit dem Grubber schon mal eben glatt, damit soweit, also an uns liegt es dann nicht mehr, von uns aus kann es losgehen mit dem Pflanzen. Der Rest vom Schlag hatte ich ja auch schon erzählt, soll dann auf jeden Fall aber auch noch separiert werden, also Steine separieren. Aber die 2 Hektar, die gönnen wir uns jetzt mal so. Das sollen ja in der Theorie zumindest die ersten sein, die rauskommen, wenn der Preis passt. Und dann macht das ja auch noch Spaß, auf dem Ruder zu stehen. Da hat mir doch ein Storch. Jetzt ist ja auch noch die B75 gesperrt. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Oh, jetzt können wir noch auf die Stuckelpiste hier fahren. Scheiße, ey. Ey, die sperren das. Ich glaube, die haben eine Woche geplant an der B75, um diese bescheuerte Markierungsarbeit zu machen. Ich habe neulich schon zu Jens gesagt, wieso, die können doch mit dem Bus da langfahren. Einer hat einmal freie Farbe in der Hand und macht immer so, schütt aus, fertig ist der Strich. Mann, ey, warum dauert das so lange? Kacke. Also, gerade noch mal eben ein bisschen rumtelefoniert. Sieht nicht so aus, als wäre das diese Woche noch irgendwie mit Pflanzen losgeht. Ist dann so. Aber dann habe ich auch gesagt, dann können wir auf jeden Fall die 2 Hektar, die wir jetzt eigentlich so reinpflanzen wollten, dann kann das Stück auch noch mit separiert werden. Denn das ist, dann machen wir es gleich richtig. Scheiß drauf. Aber nochmal.
wenn wir schon die Möglichkeit, das habe ich ihm auch gesagt, wenn wir hier die Möglichkeit schon haben, er hatte uns für morgen früh mit der alten Pflanzmaschine eingeplant, aber wenn es jetzt die Möglichkeit schon gibt, das Granulat einzusetzen, und wir haben, ach scheiß was, ich erzähle euch das, das geht um die Würmer bzw. um die Wurmlöcher in den Kartoffeln. So, und da gibt es ein zugelassenes Mittel dieses Jahr. Und der neue Pflanzer, den sie bestellt haben, der hat einen Granulatstreuer dabei. So, das Granulat ist auch vorrätig. Also wäre das alles kein Problem. Aber das geht halt mit dem alten Pflanzer nicht. So, und da wir letztes Jahr wirklich an vielen Stellen, wo ich mich geärgert habe, mit den ganzen Wurmlöchern, nee. Bei den Stärkekartoffeln, das wäre völlig egal, komplett egal. Aber es sind nun mal Speisekartoffeln und das kostet so schon alles viel Geld, bis sie dann soweit sind, dass man sie ernten kann. Denn, ja, dann schieben wir das halt eine Woche, dann ist das so. Aber der Schlepper, sagt er, der geht, was hat er gesagt? Ich glaube, morgen geht der Schlepper, heute oder morgen geht der Schlepper dahin zum Anpassen. Da muss irgendwie am Lenksystem noch was gemacht werden, geändert werden, keine Ahnung. Ja, also es klingt alles so, als würde es auf nächste Woche hinauslaufen. Wir lassen uns mal überraschen. Den Dünger hole ich jetzt trotzdem. Dann kann das jederzeit losgehen. Wie gesagt, wir sind dann soweit. Und dann sehen wir weiter. Frühkartoffeln, so richtige frühe Frühkartoffeln werden das sowieso. Also wir wollen ja auch kein Vlies aufmachen. Und die richtigen Frühkartoffeln, die sind auch schon bald 14 Tage in den Boden drin. Ne? Von daher ist wie es ist. Was wollte ich noch sagen? Ach so, bezüglich Dünger. Das tut jetzt, also blöd an, aber in der Liquidität tut das jetzt nicht so doll weh, weil ich fast alles vorgekauft hatte. Ich habe das vorhin nochmal eben hochgerechnet auf die voraussichtliche Kartoffelfläche. Also wir werden irgendwas bei 10 Tonnen ungefähr, kommt das hin? Ja. 10 Tonnen Kalgamon muss ich noch nachkaufen und 4,5 Tonnen DRP. Ansonsten habe ich alles vorgekauft. Letzte, Mensch, das war das schon im August? August, September irgendwann oder sowas. Da wurden ja alle gerne nervös und ich bin dann auch mit nervös geworden. Und wie wäre das mit dem Dünger? Keiner weiß das. Und Patentkali ist sowieso immer schwierig. Und dann habe ich dann derzeit in Sau und Apfel gebissen und gesagt, komm, wir kaufen das so gut wie alles schon vor, damit das früher safe ist. Ja, preislich war vielleicht nicht unbedingt alles richtig, aber es ist wie es ist. Aber ich muss da jetzt in der Liquidität nicht noch groß die Summen einplanen. Das ist schon verfrühstückt, das ist schon abgearbeitet, Gott sei Dank. Wirtschaftlich ist das natürlich völlig lax, aber Liquidität im Frühjahr ist also immer ein Thema. Ne? So, er juggelt da jetzt noch die Paletten weg, dann fährt er das olle Rohr hoch und dann kann er losgehen. Und gleich mal unterjuggeln. Wie spät ist denn das jetzt? 11.44 Uhr, ja, das wird eng mit der Zeit mit Mittag. Scheiße. Hätte Fahrradkette, ne? Hätte man das vorher gewusst, hätte ich auch morgen früh fahren können. Wenn Hannes hier gedüngt hat, laden wir noch Dünger. Jetzt gerade eingeschaltet, jetzt ist es 11.55 Uhr. Ganz viel Glück, schaffe ich es noch leidlich,
dass ich noch warmes Mittag abkriege. Und heute gibt es auch noch Rinderrouladen. Verdammt, ich habe mir das echt nicht gut überlegt. Scheiße. Scheiß Buckelpiste zurück. Also, wir haben jetzt erstmal für 20 Hektar Mischdünger an Bord und dann werden wir mal sehen, was die Woche bringt, beziehungsweise nächste Woche wohl. Ja. Wie war's denn jetzt? Ja, früher blinkt, ist man geil. Zu tröpfeln. Pünktlich zum Mittag geschafft. Ha! So, Mittag ist durch. Mega lecker. Danke, Ina. Ich bin hier mal hochgekraxelt und einen Blick in Gelüsilo werfen und stelle fest, ganz viel haben wir nicht mehr. Das war super aufgerührt. Es war natürlich auch noch durch den ganzen Regen viel Regenwasser drin, aber ansonsten Schweinegülle, deshalb sieht das aus wie Wasser. Ist aber auch jetzt nicht zu viel drin, muss ich ganz ehrlich sagen, an Stickstoff und allgemeiner Nährstoffen. Aber es ist, wie es ist. Es hätte jetzt auch wenig Sinn gemacht, dicker zu fahren, weil dann kommen wir mit der Menge nicht hin. So kriegen wir dann doch ein bisschen übergefahren. Wir haben ja zu Hause in den Ställen auch noch Rindergülle vom Nachbarn. Da geht es dann weiter, wenn das hier leer ist. Ja, ein bisschen geht noch, aber ganz viel ist jetzt tatsächlich nicht mehr. Verdammte Axt. Ja. Ist wie es ist. So, wenn wir schon mal hier sind, fahren wir gleich noch eben einmal gucken, ob der Hydrant fertig ist bei der Beregnungsleitung. Und dann geht es zu Hause weiter. Jupp, das sieht gut aus. Sehr schön. Ja. 7.18 nochmal. Wir fahren erstmal. Buschzeug zum Osterfeuerplatz. Seit Samstag ist das erlaubt, da was hinzufahren und dann wollen wir den mal abkippen. Ein bisschen was haben wir, glaube ich, noch zusammen zu kratzen, was dann auch noch mal hin kann, aber der Wagen ist halt voll. Dann fahren wir das erstmal hin, dann sind wir das Gröbste los.
mal ganz schön übersichtlich hier. Das große Feuer. Baggern geht auch weiter, kann man leider von hier nicht sehen. Aber da sind ja auch noch ein paar Kubik, die da weg müssen. Jo, Anhänger habe ich wieder ab. Nächster da. Fallan rief gerade an, der hat noch so einen fetten Felsbrocken gefunden, da wo die Trasse gelegt haben. Also mal gucken, ob wir den irgendwie rauskriegen da. Das ist doch scheiße, ne? Oder mal hinjuckeln. Versuchen, ob wir das Heil, also mit heilen Zinken rauskriegen. Scheiß die Wand an, ey. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Mal gucken, ob da noch mehr war. Nee. Irgendwo von da hier rüber geht die Stromtrasse und dann macht die irgendwie Versatz in die Richtung und da hinten ist das Umspannwerk. Und da wurde das Kabel hin verlegt. Ja, haben wir ein bisschen Gartendeko. Aber ganz ehrlich, unter uns Pastorentöchter, wenn man die Trasse wieder zuschiebt, dann kann man auch solche Brocken nicht übersehen. Das gibt's doch nicht. Das sieht man doch. Oder nicht? Sehe ich das falsch? So, ganz kurz ein bisschen gebastelt. Jens hat eine externe Festplatte mitgebracht, wo er gerne auf die Daten drauf zugreifen könnte. Er vermutet, dass da auch noch Material von uns von vielen Jahren drauf ist. Aber die Festplatte halt dann weg, die geht nicht mehr. Die ist nur noch am Klackern. Und ich habe zwar gar keine Ahnung davon, aber das könnte sich ändern. Keine Ahnung. Ich schraube das Ding mal auf. Weil kaputter als kaputt geht ja nicht. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwas sehen können. Woran es liegen könnte. Und mit ganz viel, fürchterlich viel Glück, ganz vielleicht, können wir ja noch was retten. So, eine Schraube noch. So, dann wollen wir da mal reingucken. Ey. Ist da noch irgendwo eine Schraube oder was? 6 Stück habe ich doch raus. Fängt ja wieder gut an hier. Da ist der gesteckt. Dann Rahmen weg. So. Warum kommt der fucking Deckel jetzt? Ist unter dem Aufkleber eine Schraube? Weiß das jemand? Geht denn der Piss nicht auf? Ist geklebt. Weg mit dem Pisskleber. Auf der Seite auch. Okay. Jetzt. Aha. Alles geklebt.
Oh, China-Mann war großzügig mit Kleber. Ist nur nicht. Aha. Andere Seite auch noch. Ich reiß es ab. So. So. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus hier. Weil da ist dieser komische. Dieser Arm hier. Der ist in Parkposition, so wie er sein muss. Was ich vermutet hatte, ist, dass der vielleicht da drauf sitzt und nicht zurückgekommen ist. Das ist nicht der Fall. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir das drehen können. Gegen den Uhrzeigersinn. Drehen tut's auch. Einwandfrei. So, da ist ein Kratzer. Aber der ist nicht von mir. Hier ist so ein Puschel, das macht das, glaube ich, sauber. Ist aber auch nicht dreckig oder so. Es dreht. Aha. Oh, die Schraube war los. Ich habe keine Ahnung, ob das zusammenhängen kann oder nicht. Wir probieren es einfach noch einmal aus. Nee, das war es auch nicht. Interessantes Verhalten. Jo, ich bin heute hier beim Hühnerstall bei oder bei dem Auslauf. Wird wieder alles abgebaut hier. Die Hütte wollen wir dann nochmal neu streichen. Die kommt dann nach hinten auf die Weide mit drauf. Da wollen wir für die Hühner, wenn dann wieder welche kommen, nochmal eine extra Weide machen oder so. Mal gucken, ob das kommt. Aber die Idee ist da. Mal schauen. Und jetzt baue ich erstmal alles ab hier. Die ganzen Rohre hier. Das hat ja sein Papa Johann und Mirko zusammengebaut hier alles. Und ich baue das jetzt wieder ab. Und dann kann man hier wieder den Garten ein bisschen hübsch machen hier. Immer was zu tun, ne? Reißt nicht ab. Rohre kommen wieder ins Lager. Hinten rein. So ein bisschen Material, die Holzbretter auch, die Bohlen. Mal gucken, ob man die noch nutzen kann. Und hier die ganzen Rohre. Ja, da haben sie einiges an Material reingehauen. Naja, mal schauen. Auch das wird bestimmt gut. Dann haben wir hier wieder Platz. Und dann wird das bestimmt toll hinten, wenn das klappt. Dann haben die da vernünftig was zu laufen und zu knabbern am Rasen.
das meiste ist drauf geblieben, immerhin. Dienstag, 19. März. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Hatte ich die Kamera schon an oder nicht? Also, falls nicht. Hui! Falls doch. Entschuldigung. Vormittag ist schon rum, bis Nachmittag. Ich jucke jetzt mit dem unschwer zu erkennen. 8:18. Los, ja, ich hätte noch die Scheiben waschen können, aber das habe ich mir jetzt gespart. Heute blendet die Sonne auch leider nicht so. Wo kommt das denn her? Ist wahrscheinlich getrocknet. Noch leicht ein bisschen Boden an der Reifen. Folgendes: Ich war vormittags noch eben mit Fernern los. Wir sind mit dem Autowagen eine kleine AKF gefahren, aber kein Bestand, sondern die planmäßigen Kartoffelschläge noch mal einmal abgefahren, geguckt, wo es nass, wo es richtig nass, wo es ein bisschen nass. Jedenfalls kommt ihr jetzt mit mir. Wir fahren 2-3 Schläge an und ziehen dann mit dem 6 Meter Grubber mal so leicht durch, dass es ein bisschen ablüftet und das ein bisschen schneller trocknet. Der Schlag hier, Moment. Das ist, soweit es ging, fertig geflügt, also ganz am anderen Ende da noch nicht, da wird noch nichts. Da wird das jetzt höchstwahrscheinlich so laufen, dass ich morgen Abend, den meldet sich nochmal, morgen Abend mit dem 7:18 den Dampfflug abhole. Und weil ich gesagt habe, wenn das für ihn okay ist, also ich könnte das Dämmeflügen und auch selber machen, wenn er dann zum Separieren kommt. Ich habe so gedacht, das hilft ihm vielleicht auch ein bisschen, weil Zeit- und Mitarbeitermangel. Und mir hilft, weil es günstiger wird. Auch ganz klar, ne? Ja, mal schauen, ob das so hinhaut. Werden wir morgen Abend, spätestens Donnerstagvormittag wissen. Und dann wollte er wohl Donnerstag irgendwann eigentlich auch mit dem Separieren anfangen. Hängt jetzt natürlich auch alles ab vom Wetter, wie es jetzt kommt. Also mein Vater hat einen komplett anderen Wetterbericht. Ich wollte immer noch mal nachfragen, welchen er guckt. Aber meine beiden Haupt-Apps behaupten immer noch, dass es Regen gibt. Und auch nicht zu knapp. Zum Wochenende oder ab Wochenende. Vater sagt, gib nur ein bisschen Diesel. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Wir sind ja auch noch gut in der Zeit. Also das rennt noch nichts weg. Aber ich hätte jetzt schon ganz gern irgendwie demnächst zumindest die Gülle soweit abgearbeitet und dafür muss das Land aber natürlich befahrbar sein und dafür wollen wir jetzt abgriffen. So, mal gucken, wie es gleich losgeht. Auf dem einen Stück, auf dem zweiten, wo wir gleich hin wollen, auch das erste, das sollte gehen. Auf dem zweiten, wo wir gleich hin wollen, da steht auch noch Wasser. Also da wird noch nicht alles gehen. Also bis gleich. Hier unten ist auch nass gewesen, man sieht das hier noch. Da kam ich durch, aber da könnte es, ne, da stand ja richtig wirklich festes Wasser, werden wir gleich sehen, mal rückwärts ran oder so, wir arbeiten uns jetzt mal so nach und nach hier, tasten wir uns voran, wie weit wir kommen, wir werden es sehen, also wenn das hier, also hier wird schon weich, aber es geht, dann wird es auf dem anderen Stück wahrscheinlich noch nicht funktionieren, dann haben wir noch einen Schlag, wo Mais gedroschen wurde, da wollte ich eigentlich gleich auch noch hin. Den kenne ich noch gar nicht. Oh, hier wird es auch weich. Schmieren will ich nicht.
Ja, der Vater hat letzte Woche einmal mit der Scheibenwäsche schon mal geübt, hat aber gleich wieder aufgegeben, das ging noch nicht. Dieses Ablüften, das hilft ungemein, wirklich. Also es ist jetzt auch Diesel, den wir hier verfahren, das ist so. Aber dafür kommen wir einfach schneller bei. Das ist, wir bekommen schneller befahrbar und versenken nichts, wodurch wir dann wieder Verdichtung kriegen. Und vor allem bei Kartoffeln auch nervig. Kluten, die wir nicht haben wollen, Sandkluten. Die nerven dann in der Ernte. Hier kann man sehen, hier hat auch Wasser gestanden. Hier komme ich aber problemlos lang, das kratzt nicht. Das geht ganz gut durch, wie man da auch sieht. Auf dem anderen Ende geht gar nichts. Also ich schalte gleich nochmal an, wenn wir da sind. Das haut noch nicht hin, das müssen wir noch liegen lassen. Aber gut, der Großteil der Fläche wird gehen jetzt. Irgendwo hier ist Schluss. Jetzt nicht groß rumkratzen, das hat noch keinen Wert. Das kann man da sehen. Dabei komme ich dazu weit, dann wühlt es nur noch rum. Mal ein kleines Stück zurücksetzen, mal gucken, ob das geht. Ja, das wäre der nächste Schlag. Das ist quasi fast das gesamte Vorgewende noch unter Wasser. Das ist irgendwie wenig sinnig. Vielleicht fahre ich an der Seite einmal hoch und runter, aber irgendwie ist das jetzt ungeil. Da soll man sich wundern, hier hat auch Wasser gestanden, hier ist kein Problem. Ziehe ich so durch, auf der anderen Seite, wo das Wasser steht, fahre ich jetzt so nah ran, wie es geht, ohne da groß rumzuschmieren, und dann müssen wir ja sowieso noch mal wieder kommen, weil der andere Schlag, der ist da hinten, da ist das auf der anderen Seite ja noch zu nass. Aber das Gros, das geht, also da haben wir angefangen, gleich sind wir fertig. Dann können wir gleich noch mal einmal zu dem Maestro-Schlag hingucken, wie das da aussieht.
richtig, aber es geht. Es geht. Hier hatte Fan dann auch schon mit der Scheibenwecke probiert. Da sieht man jetzt gleich so eine kleine Spur. Da hat er ausgehoben, da ging es nicht. Aber jetzt im Moment komme ich ganz gut durch. Danach zu der Seite rüber, da ist es auch nicht mehr so extrem. Das ist jetzt hier ein paar Bahnen. Ja, hier merkt man das. Aber es geht. Dann kann das hier ablaufen. Fahren wir, sondern müssen warten hier. Da fahren die alle durchs Dorf, du kommst hier in der Feierabendzeit ja kaum über die Straße. Ne? Mann, Mann, Mann. So, Großaktion. Der taube Karlsson ist abgehauen, den kannst du nicht rufen. Jetzt bin ich eben schon bei der Polizei mitgefahren, die kam hier zufällig vorbei. Liebe Grüße und ganz lieben Dank. Und jetzt guck. Oh, Scheiße. Oh, so ein Dussel. Oh, Mann. Wenn noch jemand einen tauben Hund brauchen kann, meldet euch. Heute ist übrigens Mittwoch, der 20. März. Ganz vergessen, ne? So, jetzt will ich mal eben kurz den neuen Plan erklären. Es sieht so aus, die haben vorhin angerufen, dass die Pflanzmaschine, die neue, fertig wird jetzt, dass wir morgen pflanzen können. Jetzt werden wir höchstwahrscheinlich diese 2 Hektar, die wir machen wollen, noch nicht separieren, sondern direkt reinpflanzen. Moment, nochmal. Die 2 Hektar wahrscheinlich so reinpflanzen werden. Die Kartoffeln stehen da schon. Dünger haben wir ja schon geholt, also von daher kann es losgehen. Der Plan war, ich weiß nicht, ob das jetzt dabei bleibt, dass sie den Dampfflug heute Kaffeezeit rum hier auf dem Hof stellen, dass wir den für uns mit dem 718 einstellen können und danach dann damit loslegen. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. So, ja, ich wollte jetzt eigentlich, Jens hat da den
das alte Hühnergehege weggenommen. Ich wollte die Hütte dann noch wegfahren. Jetzt wollte ich mal eben gucken, wie wir da am schlauesten rankommen. Gabelverlängerung brauchen wir. Dann soll die erstmal nach vorne sauber machen. Dann wollen wir die irgendwie nochmal streichen. Und dann haben wir da schon dafür schon eine neue Idee, einen neuen Platz. Mal gucken. So, wie kommen wir jetzt hier weg? Aufgeladen haben wir sie ja mal, ne? Ich glaube, noch ein Kantholz im Weg. Komme ich dran vorbei. Jetzt nicht nur einbuddeln hier. Ah, sieht gut aus. So, dann können wir da nämlich gleich auch aufräumen. Bisschen Boden auffüllen. Und dann klingelt das Telefon und ein Gras da drauf. Ja? Lassen wir die Gabelverlängerung da mal eben drin. Eventuell habe ich noch eine andere Idee dafür. Mal gucken. Jetzt kein Gras über die Sache wachsen. Einmal leer, ich hatte ein bisschen Saatgut geholt, hier Grassaat. Aber rüber gerüttelt hier, und wenn das jetzt Regen gibt, soll ja leider dann wohl losgehen. Hütte ist weg. Jens hat hier noch ein bisschen Boden reingefahren, ein bisschen die Löcher gestopft, Gras angesät, dann kann der Rasenmäher den Rest richten. Den Bums, den Rest noch weg, die Steine weg und so. Und dann sieht das hier gut aus. Jo, die anderen Stellen da vorne, wo wir den Baum gepflanzt haben, habe ich auch noch eben mit übergeschmissen. Ich glaube, ich habe jetzt alles erwischt. Denn lass wachsen. Wieder eine klitzekleine Planänderung. Wir werden jetzt wohl gegen 16 Uhr den Dampfflug hierher bekommen. Dann tüdeln wir den an 7.18. Dann kommt Andi noch kurz her und kriegt eine kleine Einweisung. Und dann mache ich das noch fertig, weil er dann morgen früh gegen 6, ach der Eimer muss nach vorne, morgen früh gegen 6 anfangen will mit separieren, dann kriegen wir nämlich die 2 Hektar da doch noch mit separiert, bevor die zum Pflanzen kommen. Das geht dann irgendwann späten Vormittag los, haben sie den Pflanzer fertig, planmäßig zumindest. Ja, und dann haben wir morgen ein bisschen Action. Mal schauen. So. Weg. Hoffen, dass es klappt hier jetzt. Mal gucken. Ja, knappe Sache. Mal gucken. Hier passt das.
Nee, da nicht ganz. Das Tor eben ein bisschen kürzer machen, damit er da durchkommt. Also so viel Luft, hier kannst du noch rüberkommen. Wird dann noch wieder ein bisschen hübsch gemacht, dann kommt da ein bisschen Farbe rauf und dann passt das schon. Ich glaube, den Hühnern ist das dann auch egal. Großartig, hatte Hütte auch ihren Platz. So, ich besorge mir einen neuen Akku, weil der ist nämlich weg. Ja, ist am Ende. Toll. Wahnsinn. Auch nicht. Den interessiert das auch nicht. Du auch nicht? Doch. Wollte gerade sagen, ey. Die freut sich. Wenigstens eine, die sich darüber freut. Er macht's kaputt. Mach kaputt. Ich bin jetzt durch hier mit dem Zaun auch so weit hier für die Hühner. Hütte steht, die Raupe kommt noch raus. Da habe ich überall jetzt noch Hühnerdraht gespannt und Sven will jetzt hier häufeln. Schon mal die Kartoffelgassen fertig machen. Morgen früh um 6 kommt dann der Kollege zum Separieren, Steine rausnehmen. Jetzt kriegt er erstmal noch mal alles erklärt, wie das funktioniert, schätze ich mal. Richtig eingemessen. Nicht, dass wir mit den Kartoffeln auch auf der Straße landen. Hui, Moinsen. Donnerstag, 21. März. Die Stimmung kippt. Nein, die Stimmung ist gestern gekippt. Also, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Da haben wir den 718. Hinter dem 718 haben wir einen Dampflug. So weit, so schön. Ist ja
schlankes Gerät, solide, funktioniert alles toll. Aber es gibt ein Aber, und das erzähle ich euch jetzt. Und zwar, begab es sich zur Zeit, letztes Jahr irgendwann ging das RTK nicht mehr. Hier beim 718. Hin und her überlegt, keine Ahnung, kein Empfang und so, scheiße. Mit der Werkstatt geschnackt und dann sagten die, ja, da die SIM-Karte ist Schrott. Ich sag, scheiße, kann ja nicht angehen. Gut, komm, pass auf. Brauchen wir im Moment nicht. Umgeändert auf von 2 cm Genauigkeit auf 10 cm und dann lass laufen. Ne? Alles kein Problem. Erstens fahren wir so gut wie nie mit RTK. Zweitens, wenn wir damit fahren, reichen 10 cm, weil was machen wir denn? Grubbern. Da fährst du mit ein bisschen Überlappung, das ist alles überhaupt kein Thema. Jetzt aber wollten wir ja gestern Dämme zum Separieren pflügen. So, da ist das jetzt denn doch ein bisschen ganz schön wichtig, dass das anständig läuft. Weil wenn du die Dämme falsch machst, hast du die separierten Beete falsch, dann pflanzt du die Kartoffeln nachher und bist mit den Kartoffeln nicht da, wo separiert ist, sondern kriegst wieder Steine mit rein. Das will man ja nicht. Dafür ist das Separieren auch zu teuer und das ganze Pflügen, das kann man sich dann sparen. Haben wir da gestern rumgedoktert, also alles mein Fehler, ne? Wir haben nachher nach dem Telefonat festgestellt, dass ich einfach zu blöd bin für die ganze Scheiße. Rumprobiert und das kann doch nicht angehen. Und dann haben wir in den Einstellungen rumgefummelt und versucht und gemacht. Dann ging's einmal und dann ging's wieder nicht. Dann eben kurz telefoniert und nach dem Telefonat, wie gesagt, festgestellt, Mann, ich bin zu blöd. Haben sie mich denn daran erinnert, dass ich ja noch gar keine SIM-Karte wieder neu reingekriegt habe? Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Ich hab's nicht gepeilt. Ich hab das echt nicht. Und dann saßen wir da auf dem Schlepper und haben so gedacht, ja, wird ja auch gar kein Signal angezeigt, ne? Alles Mögliche nachgeguckt, aber da nun nicht, ne? Also so holen muss man erstmal sein, ne? Da hat der Rüpers richtig einen Bock geschossen. Ist so. So, das bedeutet jetzt, also wir sind einmal hochgefahren und dann haben wir immer wieder mit dem Zollstock nachgemessen und es wollte immer nicht passen. Das heißt, eine Bahn ist da, die muss ich wieder zugrubbern. Der Plan war so, dass ich das gestern Abend gute 2 Hektar eben noch schnell fertig flüge. Dann wollte heute Morgen um 6 kommen und separieren, weil dann irgendwann heute, ich weiß jetzt auch nicht, was das Wetter macht. Jetzt, wir hatten ein bisschen Regen und das ist irgendwie heute total scheiße, das ganze Wetter. Aber der Plan war dann, dass wir irgendwann späten Vormittag, dass die Prius, die neue Pflanzmaschine, hier dann Ersteinsatz hat, das wird alles eingestellt und dann sollten hier die 2 Hektar Kartoffeln in der Erde. Jo, das hatte ich ja schon erzählt. Jetzt ist es so, dass dann eben nicht separiert ist. Ich fahre jetzt eben zur Werkstatt, kasper das mit dem noch ab. Ich wollte eigentlich um 9 macht der Laden in Rotenburg auf, da wollte ich eine neue SIM-Karte holen. Dann fiel mir aber ein, dass ich von meiner SIM, die in meinem Handy ist, habe ich so eine Daten-Zweitkarte. Die hatte ich mal für so ein LTE-Modem. Da war die Karte auch noch drin. Das habe ich ausprobiert, das funktionierte. Also habe ich da die Karte rausgenommen, habe die jetzt in einen Umschlag gesteckt und damit fahre ich jetzt mal eben schnell zur Werkstatt. Das wird das mal eben wieder hintüdeln. Und dann muss die Freischaltung dann noch wieder gemacht werden und so. Also das kann ich nicht selber. So, selten dämlich. Also es wird jetzt so laufen, wenn das jetzt so klappt mit dem Pflanzen, dass dann die 2 Hektar da reinkommen und wenn die drin sind, ziehe ich mir die AB-Linie, hole ich mir aus einer Fahrgasse von den gepflanzten und dann mache ich daneben dann weiter, damit der Rest vom Schlacht dann 16 Hektar oder sowas, dass das dann separiert werden kann und dann kann ich in der Theorie beim anderen Schlag auch schon anfangen. Er wollte gerne über Ostern wohl mit dem Separieren weitermachen, dass wir da ein bisschen was fertig geflügt haben. Heute bringt es nichts, weil wir den Schlepper, den Frontlader, ja auch zum Pflanzen brauchen, zum Befüllen der Pflanzmaschine. Also ich fahre jetzt, wie gesagt, einmal zur Werkstatt, einmal kurz checken lassen, dann komme ich zurück, baue die Maschine erstmal ab, denke ich, wenn sich der Plan nicht noch wieder ändert. Baue den Flug ab, dann einmal eine 3 Meter Grubber hinter, die eine Furche zugrubbern, hilft ja nichts, die Dämme. Dann kann ich auch gleich ausprobieren, ob das denn wenigstens in der Spur gleich wieder zurückfährt. Und wenn das so ist, dann können wir dann, wenn die Kartoffeln drin sind, demnächst mit dem Dampfflug loslegen. Puh, selten lebe ich echt. Naja, dazu kommt wie gesagt auch noch,
das bescheidene Wetter. Da wird die Laune gerade auch nicht besser von. Ruhe. Das ist zum Kotzen. Das ist echt einfach scheiße. Ja. Aber das war die Geschichte von gestern Abend. So, da. So, ich hätte jetzt den Flug eigentlich auch schon vorher abbauen können, aber ich habe gedacht, wer weiß, wann die da Zeit haben, da eben ranzugucken und die Karte einzubauen. Dann lieber erstmal eben da vor der Halle stellen, dass sie dabei kommen, damit wir den Schlepper auf jeden Fall zurück haben, wenn die zum Pflanzen kommen. Damit wir eben den Pflanzer voll kriegen. Ne? Und Düngerwagen hochstellen. Ich habe gestern noch eine kleine Überfahrt gebastelt. Rüber zum Nachbarn, von da aus können wir dann direkt auf den Kartoffelschlag rauf, dann müssen wir nicht außen rum fahren. Und dann können wir den Düngerwagen auch für heute auf dem Hof stehen lassen. Und vom Hof aus befüllen. Ja, ansonsten habe ich eben gerade heute Morgen noch schnell ein Community-Beitrag geschrieben, dass das leider heute, ist ja Donnerstag, heute Abend wäre normalerweise ein Vlog dran, dass ich das nicht schaffe. Denn gestern Abend war keine Zeit mehr zum Schneiden. Und heute Tag über definitiv auch nicht. Oh, die gelbe Tonne wurde geleert, die kann ich gleich auch wegholen. Heute wird es auch nichts. Ich weiß sowieso so grundsätzlich noch gar nicht, wann es was wird, weil Samstag sind wir noch auf einer Familienfeier ab Mittag. Also, ja, mal schauen. Dadurch wird dieses Video jetzt auch noch ein bisschen länger als eigentlich gedacht, aber ich hoffe, da ist jetzt niemand böse drum. Ach, der will hier rein. Scheiße. So einfach kann es gehen. Da haben wir unser Signal. Alles toll. Mann, ey. Man kann sich da maximal über sich selber ärgern, ne? Ist doch geil. Scheiße. Ja, denn machen wir mal unsere ollen Dämmer zuflügen. Guck mal da. Oh Mann, ehrlich. Lang oder zwei, dreimal hin und her wohl. Was ein Ärger, aber gut, ist wie es ist. So, zu habe ich es, bevor ich es jetzt ganz eben grubber, will ich jetzt noch mal einmal die Spur ausprobieren. Fahre jetzt hier mit dem Korrektursignal einmal hoch und dann fahre ich gleich runter und dann hoffe ich, dass wir wirklich genau in der Spur wieder sind, weil wenn nicht, dann weiß ich nicht weiter. Das muss jetzt irgendwie gehen. Mal schauen. Weil da hat man nämlich gestern da den 10 cm Versatz drin, logischerweise. Ne? Und das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr sein. Da ist die neue Maschine. So. Dann mal umdrehen. Gleiche Spur zurück und hoffen. Na. Oder? Komm schon. Oh, das sieht aber gut aus jetzt, ne?
Ja, viel besser. Das gucken wir uns mal eben. Piep. Na, das passt doch jetzt. Oh, Gott sei Dank. So, dann erstmal einmal wieder zurück. Grober runter, dann ziehen wir hier noch zweimal lang, dass es eben ist. Und dann müssen wir jetzt noch hoffen, dass das Wetter mitspielt, dass es mal ein bisschen wieder hell wird. Das ist doch scheiße hier. So wäre das ja auch wenig Sinn ergeben. Oh, wir nehmen den Pflanzer, bringen das so in Gang, dass alles läuft und hören dann auf. Und dann könnte ich theoretisch ja auch noch Dämme flügen und separieren, könnte Florian zum Separieren kommen und dass wir dann nächste Woche weitermachen. Nur, dass die Maschine erstmal läuft, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das nervt einfach. So, aber das sieht echt gut aus, ne? Das passt schon. Da behalte ich die Spurlinie. Ne, die kann ich mir dann von der Außenfahrgasse neu nehmen und fertig. Dass wir dann auch wirklich parallel sind an das Gepflanzte. Das ist wohl sinniger. Einmal hoch und runter und dann soll das hier gut sein. Da muss ich mir noch einen Joystick legen, den scheiß Knöp. Das ist jetzt auch wieder so ein Ding, da wird ja immer wieder gefragt, wolltest du nicht auf dem 818 auch mal ein Lenksystem und willst du dies und willst du jenes? Nee, will ich nicht. Wenn irgendwann Trecker umgesetzt werden, das hatte ich früher schon immer gesagt, dann haben die neuen haben RTK, so wie 414 weg, 718 her und der hat's. So, und alles andere, da sehe ich wenig Spaß drin. Zumal das auch bei einem Schlepper mit fast 10.000 Stunden, da jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, 5.000 bis 8.000 Euro raufstecken. Nee. Nee, und wir brauchen es ja auch nicht wirklich. Ne? Es ist ja einfach, es ist zwar nice to have, aber das ist jetzt das erste Mal, dass wir es wirklich sinnvoll und auch genau bräuchten mit dem Dampfflug. Alles andere ist bei uns in Fahrgassen. Und bei Fahrgassen brauchst du nun mal kein RTK. Dann läuft er von alleine gerade in der Gasse. So, beziehungsweise im Getreide, das bisschen, das wir haben, da funktioniert das auch mit der Hand und dem Lenkrad ganz gut. Dreckswetter, Mann ey! Oh, nervt das! Teufel! Was ich natürlich zugeben muss, es ist natürlich bequem, ne? Also wenn man jetzt den ganzen Tag drauf sitzt, Automat rein und wenn du lange Schläge hast, dann macht das natürlich Spaß, ne? Dann könnte man, ich hatte ja gestern extra die Drohne noch eingepackt, dann kannst du natürlich zwischendurch auch die Fernsteuerung in der Hand nehmen und ein bisschen Drohne fliegen. Wobei das bei diesen kurzen Enden hier auch wenig sinnig ist. So. Happy Dirt. Und da noch einmal rückwärts hochfahren. Da hat man nämlich gestern auch noch eine Testspur gefahren, um zu sehen, ob das parallel ist oder nicht. Nachdem wir rumgefummelt hatten, war es ja nicht. Da.
Es wäre nicht besser mit dem Wetter. So, Schloss für hier gewonnen. Warst du da? Na, ich hab hier einen Wurm gefunden. Oh toll, Würmer. Ja. Ja, dann machen wir eine Wurmkur. Nein. Einmal Leitung umlegen, da um die Kurve rum und dann... Ja. Ja, da haben wir uns ja überlegt, dann können wir hier nochmal einen Zapf fahren, einen Wasserhahn ranmachen, dann kommen wir mit der Wasserleitung auch mal ein bisschen in die Richtung. Ne? Ja, traumhaft. So, wir, also ihr und ich, gehen jetzt nochmal eben dabei den Wagen fertig machen. Wir haben die Kartoffeln jetzt schon mal raufgedreht, die da rein sollen. Das ist nicht viel, das waren ja nur die paar Kisten hier. Und wir brauchen jetzt hier die Schütten noch. Die in der Mitte ist dran und die links und rechts, die holen wir jetzt nochmal her. Die sind da hinten im Regal und bauen die nochmal eben wieder an. Ja, nochmal eben eine Schubkarre mit. Schauen wir mal. Nichts passt. Muss passen. Oh, da sitzt er. Joa. Großartig. So ein Hammer oder was? Fertig. Also noch mal ganz kurz zum RTK. Ich zeige euch das gleich auch, aber da sind noch oder anders. Wir haben die SIM-Karte, ist ja drin, hat auch soweit alles funktioniert, habt ihr gesehen heute Morgen. Aber da waren meine Zugangsdaten noch nicht da, also noch nicht aktiviert. Da haben sie mir Testzugangsdaten eingerichtet, damit das erstmal läuft. Und jetzt habe ich meine Zugangsdaten bekommen. Ups, scheiße, nicht anrufen, Mann. Von Lohmann. Und das will ich jetzt nochmal eben eintragen. Ich zeige euch das gleich, wenn ich es drin habe. Aber wie gesagt, das will ich euch jetzt nicht zeigen. Und jetzt gucken wir mal, einmal wieder einschalten. Mal gucken, was passiert. Da haben wir eben kein Signal gehabt. Verbindungsaufbau, Korrekturdaten empfangen. Scheint. Jo, hat geklappt. Sehr schön, haben wir das auch erledigt, dann ist jetzt alles, wie es sein soll. Kommt ihr da rüber? Alter, hier! Da gehen aber mehr rein hier, oder? Und bei uns haben wir schon 1,5 Tonnen drin.
und gleich meine ersten Kartoffeln verstecken. Bin ich gespannt. Bist du auch gespannt, Jasper? Ja. Wir gucken jetzt einmal ohne Kartoffeln, einmal die Dämme angucken, die verschiedenen Varianten und ob alles passig ist. Und dann kann das auch gleich an der Seite mit den Pflanzen losgehen. Für euch noch mal eine kurze Erklärung. Hier hatten wir das Formblech raus und nur die Walze. Hier Formblech und Walze und hier nur die Formbleche ohne Walze. So, das hier ist zu grob. Das ist zu glatt. Das ist für uns jetzt gerade mal so das Mittel der Wahl. Das werden wir aber sehen in der Vegetation, ob das richtig war, aber ich denke schon. Da haben wir eine leichte Verfestigung und haben trotzdem oben krümelig die Struktur, so dass das Wasser nicht einfach nur von den Dämmen runterläuft, sondern auch in den Damm einziehen kann. Ja, sieht gut aus soweit. Schönen 722 hat Florian sich gekauft. Ich glaube, der hat 2000 Stunden jetzt oder so. Schöner Schlepper. Nutzen wir die Zeit und können mal gucken, da liegt die Kartoffel und da die weißen Punkte, das ist das Granulat. Funktioniert auch. Da ist der Dünger. Da. Hier liegt es auch zu flach. Ja, weil da uns Erde fehlt. Für dir. Könnte noch. Kann noch. Ja, jetzt, ja. 14 war es flach, Sven. Ja. 14, die müssen noch tiefer. Immer noch 10. Was ist zu gewählt gerade? Immer noch. 13. 13. Ja, kommst du her. Jo, noch am Einstellen. Wir prüfen jetzt gleich noch mal einmal die Pflanztiefe auf dem Stück, wo gepackert ist. Also wo keine, wo ich nicht mit dem Grubber war, wo ich nicht wie hier mit dem Beetflug geübt habe, sondern da, wo es so ist, wie wir sonst immer arbeiten. Aber das sah schon passig aus alles. Gar nicht so verkehrt. Ja, und dann sollte es jetzt in Kürze auch mal in Gang sein, dass wir dann eben die Fläche hier durchgezogen kriegen. Wir haben das jetzt auch schon wie spät. 16.05 Uhr.
Jens macht Tiefbau. Was das wohl wieder wird, ne? Hier wegmachen und stuckel das nachher für Gewalt. Hast du ja auch nicht Not. Thank you.
halb sieben. Aber gerade ein ähnliches Problem wie das, was ich hatte. Und zwar läuft das nicht in der Spur. Aber in diesem Fall ist es so, dass der Schlepper in Spur läuft, aber die Maschine nicht. Die Maschine hat selber auch einen Satellitenempfänger, läuft auch über RTK und die läuft ganz leicht außer Kehr. Da sind sie jetzt noch dran. Jüdeli, wollen wir ein bisschen Dünger nachgefüllt, mal sehen, wie viel wir noch brauchen. Ich glaube aber erstmal abwarten jetzt. Bringen die Schaufel eben wieder weg. Mal gucken. Jetzt aber hurtig. Kartoffeln nach Kippe. Ach ja. Anhänger habe ich weg, der ist leer. Ich habe jetzt noch eben die Düngerschaufel angebaut, habe aber noch keinen Dünger eingeladen. Ich will ihn gleich mal fragen, was er meint. Er wusste das eben auch noch nicht so genau, ob noch was nachfüllen müssen. Ich habe nämlich jetzt nicht so richtig viel Lust, die Plane aufzumachen und dann was zurückzuschütten. Also warten wir es mal eben ab. Vater ist da hinten mit dem 818, zieht das Vorgewende noch einmal nach. Hier vorne ist schon durchgezogen, damit er das auch gleich pflanzen kann. So, jetzt haben wir das. Wir wollen dieses Stück, obwohl das ja eigentlich hier zusammenhängt, ach man sieht ja gar nichts, fällt mir gerade auf. Egal, also dieses Stück soll einzeln bearbeitet, mit dem Pflanzenschutz bearbeitet werden können und nachher auch einzeln gerodet werden können, weil die in der Theorie zumindest als erstes rauskommen dann. Und deshalb haben wir auf der Seite, ihr seht ja nichts, eine Fahrgasse und er hat sich jetzt eben auf der anderen Seite noch eine AB-Linie geholt und jetzt pflanzen wir von der linken Seite rüber. Damit das mit den Spritspuren passt, so haben wir dann da, wo der Schlepper steht, da ist ungefähr Grenze, der Zaun von unseren Viechern hier, dass wir von da aus dann rüberkommen und dann die nächste Spritspur direkt haben. Da können wir nicht von unten gerade durchfahren. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Wenn nicht, dann fragt mich einfach in den Kommentaren, keine Ahnung. Wir haben es jetzt gleich 20 Uhr. Ja, ganz lange brauchen wir nicht mehr. Das ist halt so, wenn eine Maschine neu einsetzt, dann dauert das ein bisschen, bis alles richtig rund läuft. Und jetzt ist alles hier, sieht top aus. Die Dämme sind echt schön, also da sollte gut was von werden. Düngeband liegt gut, Granulat liegt gut. Ja, sieht alles ganz gut aus bis jetzt. Ja, da haben wir doch tatsächlich noch einmal Dünger nachgefüllt. Da wird sicherlich dann ein bisschen was in der Maschine bleiben, dann kann er das hier unterm Hallendach nachher rauslassen, wenn wir durch sind. Ich setze jetzt eben die Düngeschaufel ab, die müssen wir nachher wieder in den Pflanzer reinheben, damit er die mitkriegt. Und dann lasse ich den Düngerwagen jetzt schon mal eben runter und stelle ihn wieder unter das Dach. Da
Dann sind wir hier soweit schon mal schier wieder. Dann schauen wir mal einen schlauen Platz versuchen. Ob das Zuchtmaul passt, wa? So, jetzt soll er piepen. Ich lasse ihn jetzt so stehen. Piep. Und dann. Man hat ja schon Pferde kotzen sehen. Ne? Wenn ich den jetzt abhänge, dann braucht er noch Dünger nach. Wenn ich ihn dran lasse, braucht er keinen Dünger nach. Ist so. So. Ja, weil der keinen braucht, hänge ich morgen früh ab, baue mir morgen früh den Beetformer an und dann wollen wir damit experimentieren. Nee, ist noch nicht morgen früh. Mann, ey. Ich habe gerade so überlegt, ich weiß gar nicht, ob der Stapler weit genug reicht. Ob wir damit dicht genug an die Pflanzmaschine rankommen, um die Schaufel raufzusetzen. Und wenn nicht, brauchen wir den Frontlader dafür. Also gut zur Lücke, in der Hoffnung, dass wir jetzt keinen Dünger mehr nachbrauchen. Und dann hängen wir gleich die Schaufel hier mit dem Gurt wieder ein. Mal gucken. Akku leer, fällt das, was wir wollten, fertig. Jetzt haben wir es, 8:45. Machen wir eben die Schaufel aufladen. Und dann machen wir Schicht für heute. Und da der Akku leer ist, sage ich ja schon mal Tschüss und wir sehen uns morgen wieder. Bis gleich. Tschüss.
Moinsen. Freitag, 22. März. Soll losgehen. Ich will jetzt mal gucken, ob ich den Debit hier geformt kriege. M718. Die Jungs sind gerade losgefahren hier mit dem Mulden. Zugmaul im Abbauen. Und Beetform anbauen. Und dann wollen wir mal gucken, dass er jetzt anständig parallel läuft. Das machen wir vorher noch einmal. Und dann kann er losgehen. Gestern Abend haben wir da ja noch die Kartoffeln rausgelassen. Das war im Dunkeln so schwer abzuschätzen. Ich hätte die letzte Schippe hätte ich nicht mehr reinlöffeln dürfen in Pflanzer. Aber ist jetzt so, die schaufeln wir nachher eben wieder in der Kiste. Stellen die wieder an der Seite. Das ist bei der neuen Prius auch geil. Mit den lenkbaren Achsen. Unter der Maschine, du fährst dann natürlich ein bisschen was platt, aber bei der alten Maschine wäre da komplett mittig durchgefahren. Ne? Also das hat schon echt schick, das Ding, muss ich sagen. Schöner Pflanzer. So, eben an der Werkstatt ran, Zugmaul ab und dann geht er los. Ah, fuck, fick dich doch. Jetzt behalten oder nicht? Ja. Knopf zu früh gedrückt. Clever. Na, jetzt läuft's. Also, ich habe mir jetzt hier, weil das ist an dieser Seite jetzt leicht keilig geworden, damit wir eben dieses Stück, wie ich gestern Abend erzählt habe, für sich bewirtschaften können. Jetzt habe ich mir die AB-Linie hier aus der Fahrgasse geholt. Und jetzt wollen wir gleich mal gucken, ob der spurtreu ist, was ich hoffe, und dann kann das von der anderen Seite gleich losgehen. Muss mal sehen, ob das mit dem Abstand am Zaun passt. Das hoffe ich, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das werden wir dann gleich sehen. Passt das mit dem Zaun? Scheiße. Muss passen. Wir werden es gleich wissen. Ja, scheint zu passen. Mal schauen. Da am Zaun hat das jetzt Gott sei Dank gepasst. Also sollte das jetzt so eigentlich durchlaufen. Jetzt ist einfach nur noch warten, bis fertig ist. Ich weiß aber nicht, ob wir da, wie weit wir in die Richtung kommen. Irgendwo da wird es ja dann nass und dann wird er wahrscheinlich nicht mehr durchziehen. Aber soweit wie es geht, machen wir fertig. Dann kann Florian separieren, wenn er Zeit hat. Das passt schon ganz gut. Eventuell versuchen wir noch den nächsten Schlag. Da können wir. Ich denke mal, die Hälfte ungefähr können wir davon wahrscheinlich machen. Der Rest wird auch noch zu nass sein. Mal schauen. Aber so läuft sich das jetzt hin. Und jetzt ist auch endlich genau. Ich kann mich da immer noch über mich selber ärgern. Bescheuert.
Auf dem Freitagmorgen noch Anrufe, die einen richtig ärgern, das macht nicht wirklich Spaß, ne? Gottes Willen. Also, wenn das alles fertig ist, dann erzähle ich euch auch warum. Das ist unmöglich, aber egal. So, noch geht's. Also wir haben so ein bisschen, schauen wir schon mal wieder aus, es nieselt immer mal wieder, aber es geht noch. Viel nasser darf es dann aber auch nicht werden, dann hören wir erstmal auf. Wir machen jetzt aktuell hier 1,66 Hektar die Stunde, kann man das sehen? Oder 1,66 Hektar die Stunde im Durchschnitt. Ein bisschen was haben wir schon geschafft, ein bisschen mehr müssen wir noch. Und eigentlich wollte ich ja auch noch einen anderen Schlag anfahren, aber da, ja, ich weiß nicht, wie das Wetter jetzt macht. Das bleibt abzuwarten, ne? Ja. Wie gesagt, noch geht's, schmiert noch nicht, aber mal schauen. Grüezi. Also ganz kurz noch mal eben, weil immer so viele fragen, willst du nicht mal auf dem 818 noch mal ein Lenksystem haben und hier, und es gibt ja auch welche, die nicht so Bastellösungen sind, weil das ist immer ein größter Kritikpunkt oder was ich immer sage, ich habe keinen Bock auf so eine Bastellösung. Und das geht für mich schon da, also ich möchte, wenn denn, ein natives System haben, also das aus einem Guss ist. So wie hier, geiles Arbeiten, überhaupt keine Frage. RTK ist schon echt was Feines, Lenksystem ist was Feines, aber für mich keine Bastellösung. Und das geht schon damit los, dass, ich weiß nicht, ob ihr eben darauf geachtet habt, sonst müsst ihr mal zurückspulen, ich habe das Lenksystem aktiviert und dieses Lenkrad, das fängt hier nicht an, wie wild durch die Gegend zu rühren, das bleibt einfach stehen. So, das Lenkrad, wenn ich jetzt hier einen Motor dran habe, dann lenkt das Lenkrad und das lenkt die Lenkung. Und das ist alleine, das ist schon irgendwie für mich irgendwie Kacke, habe ich keinen Bock drauf. Kann man sicherlich mit leben, ich nicht, will ich nicht. So, und irgendwann, wenn mal wieder ein Schlepper umgesetzt wird, dann hat er auch ein System drauf und dann läuft das genauso gut. Und so lange fahren wir mit den anderen beiden Schleppern, mit dem 716 und mit dem 818, ohne Lenksystem. Und wenn wir eins brauchen, so wie jetzt gerade, hier ist das nun mal unerlässlich, ohne LTK brauchst du das hier nicht machen. Spurenreißer werden auch zu ungenau. Dann nehmen wir halt den 718. Dafür haben wir ihn ja. Also, long story short, irgendwann, wenn mal ein Schlepper umgesetzt wird, kriegt der neue auch RTK, vorher nicht. Das zu dem Thema. Ich hoffe, das ist jetzt damit auch abgearbeitet. Ich habe da schon sehr oft Kommentare drüber beantwortet. Also hier den Schlag hinterm Haus, hinterm Hof, den haben wir fertig. Da kann er zum Separieren dann hin. Und beim anderen Schlag hat das keinen Wert mehr heute. Da ist das leicht anlehmig. Also hier ist ja nur Sand und da ist lehmiger Sand und das wird zu doll schmieren, das hat keinen Zweck. Ich habe den jetzt sauber gemacht und fahren jetzt wieder zurück. Und dann müssen wir gucken, ob wir nächste Woche weiterkommen. Ich weiß es nicht. Also so hat es jedenfalls keinen Wert. Und wir sind so auch noch, finde ich, noch gut in der Zeit. Da läuft noch nichts weg, außer Wasser. Daher Schluss für diese Woche. Wird schon nichts, ne? Nicht dran machen. Ach Scheiße. Bin
1. Naja, aber ansonsten hat das ja gut geklappt jetzt. Was lange wird, wird irgendwann gut. Wir haben die in dem ersten Teil die Kartoffeln drin, die wir dann hoffentlich ein bisschen früher verkaufen können, was der Sinn dahinter ist. Und dann, wie gesagt, nächste Woche vor Ostern richtig rund. Ist die Welt, da haben wir denn einiges vor. So eigentlich je nach Wetterlage natürlich eigentlich auch dann mit dem Pflanzen weitergehen. Mal gucken, wie das alles so läuft. Wenn wir diesen Schlag fertig machen, dann können wir dann eigentlich den 15 Hektar Schlag, wo wir den Mist gestreut haben und als erstes Gülle gekommen ist, der kann nächste Woche gepflügt werden und dann können da auch die Kartoffeln rein. Ja, so nach und nach. Nach und nach wird das hier. Wir müssen jetzt noch ungefähr 118 Hektar Kartoffeln pflanzen. Ist ja übersichtlich. Immerhin haben wir schon was drin. So. Sweet Home. Tja, schade. Hätte ja gerne noch ein bisschen weiter gemacht, ein bisschen was geschafft, aber nee. Wer anderen eine Grube gräbt. Ja, hat ein Grubengrabgerät. Richtig, da ist ein Grubengrabgerät, der kann einfach alles. Ja. Ne? So ein Hoflader, so ein Weidemann muss ja, man haben. Ja, das ist ein Multigerät, ja. Ne? Das ist so. Ja, wer keinen Weidemann hat, läuft einfach am Leben vorbei. Ja, genau. Ist so. Ja, Mensch, also ich habe ja im letzten Video schon festgestellt, dass ich ohne dich Tschüss sagen muss. Und ja, das geht ja so nicht. Nee. Und dieses Video ist jetzt wetterbedingt zu Ende. Eigentlich wollten wir noch Vollgas weitermachen, aber es nieselt immer weiter. Das wird zu nass. Wir brauchen jetzt einfach gar nichts mehr machen, außer also auf dem Feld nicht. Nee. Und Jens baut hier noch ja, ein bisschen unseren 300 Quadratmeter Schwimmteich. Ja. Nee, was hier rein soll, also das verraten wir noch nicht. Aber es wird ja langsam, ne? Oder? Habe ich das schon verraten? Nee, hast du das schon weiß verraten? Ich jetzt gar nicht. Ja gut, dann verraten wir das doch. Eigentlich sollen hier Laufenden wohnen. Drei Stück ich oder so. Ich habe das noch nicht verraten. Nee, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Ach, hat er noch nicht verraten. Jetzt habe ich es verraten. Teufel! Irgendwas ist ja immer. Ja gut, also dann halten wir jetzt ganz nicht länger von der Arbeit ab. Ja. Und sagen mal Tschüss. Also wenn es gefallen hat, wie immer, ja. Däumchen werden Träumchen. Wir haben ja richtig, also da, abschließend noch mal eben ganz kurz meine oder ein Zwischenfazit zur Prios Pflanzmaschine, Prios 440. Geil. Ja. Ja, also geil. Ja. Und dann der leckere 722 davor. Mhm. Geil. Das ist schon herrlich. Ne? Das ist schon geil. Das ist einfach geil. Also haben wir hart gefeiert, alle Anwesenden gestern. Und nachdem das dann alles so, das ist ja erst in Betriebnahme, dauert nun mal. Ja. Dass, bis so eine Maschine richtig eingestellt ist, das ist alles in Ordnung. Das wäre ja sonst in kürzester Zeit wäre hier alles fertig gewesen. Ja, na klar. Aber so haben wir auch ein bisschen was zum Zeigen für euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es gefallen hat, ja, so, nochmal. Ne? Däumchen werden Träumchen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Ja. Abo dürfen Sie auch machen. Dürfen Sie auch machen und die Glocke mal. Und die Glocke mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Ja. Dankeschön, reinhauen. Fürsing! So, dann machen wir Grubengrabgerät. Achso, die Kamera nehme ich mit. Ja. Dann kann ich schon mal die Dateien kopieren. Traumhaft. Bis gleich. Jo, so sieht das aus. Ist das ein Dreckswetter? Bah. Mann, man hat echt Bock, ne? Man ist ja heiß jetzt auf dem Acker. Aber nee.